Willkommen zu einer weiteren Folge der Motor Brothers. Am Start für euch Bertolz mit seinem Jagd 88er, diesmal in einer Special-Folge. Jagd 88er live. Nein, nicht live, aber ich nehme es nachher auf, ihr könnt es da unten sehen. Da unten steht Freikamera aktiv gerade. Kann man ja nicht in Live-Aufnahme machen. Wie ihr seht, Matchup Tier 8. Kurze Sache: Lucky hat ein Disco direkt am Anfang gehabt, das heißt. Der wird uns später dazu kommen und der wird dann ein wirklich gutes Spiel bekommen, weil er keine fünfte Position mehr erreichen kann. Ja, Jagdattacke, was gibt's dazu zu sagen? Gute Frontpanzerung, schlechte untere Wanne, schlechte Beweglichkeit. Wobei die untere Wanne noch 120 mm dick ist und nicht 100 mm von den jetzigen Jagdtiger, weil das Teil so alt ist, dass es noch das alte Tiger 2 Modell hatte. Das heißt aber auch, dass der Maschinenport in der Front auf der Schwachstelle ist. Mit 120 mm und die 150 mm Platte. Ihr seht, wohin ich fahre. Und ihr seht, dass ich eigentlich mehr krieche als fahre. So, jetzt ist Lucky gleich da. Wach, wenn in Position. Jetzt ist Lucky angekommen im Spiel, jetzt kann er losfahren. Hat eine Minute verloren. Und die erste Minute ist mitunter eine der wichtigsten Minuten. Lucky da, Lucky da, ich will haben. Trau dich, trau dich. TWPU kommt nicht dran. Was ich dazu sagen muss, ich habe hier natürlich alles Mögliche vergessen reinzubauen. So wie Carmonel, Tunnel habe ich eben mit sowas wie Beinhawks oder Werkzeugkiste habe ich vergessen reinzubauen. Vorher. Ja, Derp me. Auf jeden Fall, der Blindlight wird jedenfalls relativ schnell getroffen haben. T25-2 denkt sich, ich hab's von Panzerung. Da, kann hier bleiben. Da. Ich wurde gerade nochmal beschossen, ich bleibe mir doch lieber noch. Aber ich schaff's dennoch noch da wegzukommen. Schade, wa? Schade, wa? Das ist eigene Position, ich weiß nicht, ob ich die empfehlen kann, aber jetzt hat's ja funktioniert. Ich meine, das ist ein sehr defensiv Vorgehen. Weil wegen, ja, wenn wir mal gucken, wie viele Gegner da stehen, wie viele von uns da stehen. Da kommen, Balls of Steel. Da kommt der VK, da kommt der VK. Mal einen Blindschuss reingeben, mal gucken, was funktioniert. Und da kommt, da unten ist der TWPU. Ja, sieht aus, als hätte der Blindschuss wirklich getroffen. Und der Jagd, und der Konzept. Ich habe jetzt vor, hier runter zu fahren. Und, oh ja, slide that! Natürlich der TWBU mein Hauptziel und ihr seht, was ich jetzt mache. Ich fahre jetzt schon rückwärts an die Wand, dass er mich nicht so leicht flankieren kann. Und zack, TWBU ist tot. Und ja, der Konzept wurde auch zerstört. Leider ist auch jetzt schon mein Buddy tot. Lucky. Bin mir auch schon viel zu der anderen Folge kennt. Der Geldfarm. Und wenn nicht, dann kommt die Geldfarm nach dem hier. Jetzt diese Amix-Hüfte wird mir noch ein bisschen Kopfzerbrechen bereiten. Weil er spottet mich und ich stehe seitlich zu dem. Ich kann auch nicht wirklich zu dem drehen. Wie ihr seht, ihr könnt relativ schnell Leben verlieren zu so einem kleinen Bagger. Aber später mehr zu diesem 12T. Erstmal haben wir da einen Löwen stehen. Ich habe nämlich. Wir Freunde, ich wohne jetzt nicht mehr da, wo ich vorher übrigens bin. Das heißt, die haben hier einen anderen Accent in dieser Region. Die sagen, dass etwas zu. Dass der Löwe zu. Ich würde sagen, ein Löwe hat dazu. Dass der Löwe da zu stehen hat. Und der habe ich damit jetzt echt angesteckt. Also ich habe es auch langsam so dieses. Ich will auch zu stehen sagen. Ja. Wir können ja von da jetzt erraten, in welcher Region ich wohne. So, ich fahre zurück zur Basis, weil der 12T da immer noch rumcruist. Oh ja, G6 ist total gebiert. Lass mal gucken, wo es G6 oder G6 oder Tiger 2 ist ungefähr. Ich frage mich, ob das was mit debil sein zu tun hat. Wirklich. Weil debil ist, glaube ich, etwas anderes. Aber hey. Ja, was wir auch noch sieht, Gegner zu Team sind der Platoon 2. A, Fail Platoon, B, Pro Clan.
Und dieser Zwölfte. Guck dir an, wie glücklich der ist. Ja, der. Ich hätte vielleicht stehen bleiben können, aber dann wäre ich stehen geblieben. Ich wieder anfahren müssen. Ich will den 12T einholen. Und ja. Wir sehen, das hilft dir jetzt mal eben kurz unsere Hellcat Hops. Einen Schuss hat er noch. Das wär's. So. Jetzt bin ich an dem Scheiß abgeprallt, ja? Ich bin an ihn abgeprallt! An seinem Arsch! Und fahre ich weiter. Und weiter. Ich lasse das jetzt so langsam. Ihr solltet ja einen reellen Eindruck vom Jagdkiger Achter bekommen. Ach ja, ihr könnt ja auch mal unterschreiben, ob ihr daran Interesse hättet, dass ich auch vielleicht mal Panzerreviews mache. So zu dem, was, also zu den Panzern, die ich habe. Zu dem, was ich denke, deren Schwachstellen. Ich könnte noch mal ein Panzerknacker-Video machen. Sowas in der, also wo Schwachstellen sind, wo man durchkommt, wie man die Panzer ausspielen kann, wie man die Panzer selber spielen kann, ohne ausgespielt zu werden. Aber zum Beispiel jetzt nicht das so, was ich jetzt mache. Also wie ein AMX 12T jagen. Der Plan ist eigentlich, den jetzt da in die Wand zu crushen, aber nein. Zack, hätte hochziehen, sehr wichtig, der wäre sonst wieder gekommen. Der hätte es auf Gold umgeladen, entweder weil er, keine Ahnung, nichts anderes mehr hat. Aber es hat nicht viel Muni. Es kommt noch eine FV dazu. Und noch eine FV. Oh. Ihr seht, ich krieche hier durch die Gegend. Versuche, meinen Leuten zu helfen. So, endlich habe ich den Scheißer bekommen, ey. So, jetzt haben wir noch die FV dort stehen. Bird, Bird, Bird's a Bird. Das, ja, 5 Teamschaden. Glaub mir, die Welt, dafür will ich nicht bezahlen dürfen. Obwohl ich der Langsamere war. Und jetzt geht das Spielchen los. AMX 13F3 traut sich nicht rum. FV traut sich natürlich auch nicht rum. Wäre auch dumm von ihr. Muss der große Jagdtiger 8er ernsthaft da rumpuschen? Wie ihr seht, ne? Don't give a fuck. Durchschlag. Der AKR jagt sein Munitionslager hoch. Womit wir uns auf der Endkarte gleich wiedersehen können. Lalalalala. Falsch, 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 falsch. Da. So, was sich jetzt natürlich alle interessiert, ist AMX 12T. Ich habe den Motor zerstört. Irgendwo, zwischendurch. Ich denke mit dem letzten Schuss. Die Concept Ammo Rack beschädigt und noch, ja, hier. Ich habe mit denen nur blind geschossen und beide Blindschüsse haben getroffen. Das erklärt auch, warum ich ein bisschen mehr Schaden habe als im Spiel angegeben. Wenn wir jetzt nach Erfahrung sortieren, sieht man, dass die Sula 2244 über mir steht. Das ist logisch, wenn man den Schaden guckt, die fast genauso Schaden wie ich, ist aber die Tierstufe niedriger. Das heißt, sie kriegt dafür mehr Erfahrung für ihren Schaden. Hat 1000 Schaden durch Ketten. Ich habe nur 288 durchspotten. Das heißt, auch daher hat sie mehr Erfahrung. Also, gut gemacht. Ja, die könnte sein. Seid so wie diese Dingsens mit 2000, fast 2700 Schaden. Und fast 1100 Schaden durch Ketten zerstört. Die IS-3 hat auch noch gut gespielt. Stahl war ja. Nerven aus Stahl, also 10 Abfall hintereinander, aber IS-3 ist auch OP, das ist genau wie IS-6. Findet deinen Weg, findet den Wegknopf, finde rechte Maustaste, beziehungsweise kann während der Fahrt selber zielen und drück links. Linke Maustaste. GG, you won. Das Einzige, wo der Anfang muss aufzupassen, ist, wenn die Kanonen so anfangen mit 225, 250 Pen anzukommen. Da muss man aufpassen, aber ihr seht, Damage Block bei Armor fast 3000. Ja, balanced. Gegner und Team, da muss man direkt sagen, ne, 12T hat einen richtig guten Job gemacht, mit fast 1700 Schaden als 6er Light. Er hat den zweitmeisten Schaden im Team und danach kommt eine FV, die FV hat auch also richtig guten Job gemacht mit 1000... Au. Aha. Knie. 1400 Schaden. Boah. Damit kommen wir zum detaillierten Report. Und T32 ist auch okay, aber
Ist ein 8er Heavy gewesen, im 8er Gefecht. Also, Detailing Report, 17 Schuss, 14 Treffer, 13 Durchschläge, 2700 Schaden verursacht, 904 Schaden von über 300 Meter Entfernung. Ich habe 455 Schaden auf die Panzerung, 1235 insgesamt erhalten. Und jetzt kommen wir zu den Credits. Eine Sache, warum man den 8.8er doch fahren kann, weil die Munition für die 8,8 cm einfach scheiße billig ist. Und man die eh auf noch allen Kanonen mitbenutzt, die Muni. Wir sehen jetzt hier, ich habe ohne Premium ungefähr 52.000 Credits plus gefahren und 2.140 Erfahrung bekommen. Und mit Premium waren das Ganze dann ungefähr 57.400 Credits und 3.210 Erfahrung. Damit sehen wir uns im nächsten Gefecht wieder. Wieder mit dem 8 nach 8er, wie der Name des Videos dann sagen wird. Das steht ja auch nicht fest, ich mache erst die Aufnahme und danach leitet das hoch in das Video. Props. Wir sehen uns dann jetzt in der nächsten Runde. Ja, jetzt diesmal macht das. Und damit herzlich willkommen zur zweiten Runde. Wieder im Jagd nach Nachteil, wie versprochen, Snakey dabei und der ging nicht durch. Ein Spruch, den man in diesem Spiel wohl etwas zu oft hört. Lust, nicht lustig. Jetzt schon mal gegen, man sieht, ja, wir haben am 5100, der gut ist. Der E4, der gut ist beim Gegner. Aber ansonsten ist es eigentlich relativ ausgeglichen, bis auf unseren armen Xen. Snakey, wie man sieht, ist mit 3000 Gefechten relativ verdammt gute Wertung dabei. Man muss sagen, er hat von dem Besten gelernt, also nicht von dem Allerbesten, aber ich glaube, der hat bei Fame zwischendurch mitgemacht. Also er war nicht im Clan drin, sondern der, oder war er im Clan? Auf jeden Fall wurde er von Fame ausgebildet. Also, der weiß, was er tut. Das ist sein erster Account. Aber der wurde direkt von Fame ausgebildet, das heißt, deswegen hat er so die gute Wertung, weil er direkt gesagt hat, hör mal, so und so musst du es machen. Ja, mein Plan ist es, vorwärts zu fahren. Mal gucken, ob der Plan funktioniert. Ich glaube, wir haben 8er mehr Ziel. Ja, hier haben wir sogar. Dafür haben wir halt einen 7er weniger. Ja, das ist eine gute Bremse. Ich habe mich auch schon hier beschädigt mit ein paar Parts, aber ich mit dem Jagd gedacht habe. Dafür kriegst du nicht genug Geschwindigkeit drauf. Ich meine, das ist fast gerade Fläche und das Teil kriegt mit 15 km/h über den Boden. Ich habe vor, zu E6 und zu ES zu fahren. Wir wollten nämlich die linke Flanke einnehmen, aber wie ihr seht, haben wir da richtig schön Lemming Train darüber. Was rechts hält, ist Amix 5100 und unser bester Spieler. Amix M445 und ja, noch zu viel und sowas an der Dingsen. Und ich sehe den und ich weiß, ich komme nicht hier durch, ohne von dem beschossen zu werden. Wenn ihr so ein bisschen vom. Wie riesig ist bitte schon der UI? Der Jagd 88er ist kein kleiner Panzer. Das ist der RV rusht runter. Der RV kriegt die erste durch. Ich ziele auf Kommentar Stockturm. Also wenn er den Top-Turm hätte, würde ich ihn einfach durch den Turm schießen. Also ich weiß nicht, warum alle so diesen Comet-Turm preisen. Ich habe in den Comet-Turm nicht die geringste Probleme. Mit dem Jagd 8er schieße ich durch. Ich schieße mit der L70 da durch. Ich schieße dir mit der L100 57 Meter durch. Jetzt kommt der VKP. Siehe da, ich habe ihn gekettet. Ich will den Reparaturkit benutzen. Nein, nein. Er schießt mittlerweile high. Nein, immer noch nicht. Ich bin übrigens auf Rückzug, weil ich sehe, dass der T-34 kommt. Aber ne, ich will erstmal ihn rauskriegen, weil er uns abhaut. Und das ist ungefähr der Grund, warum dieser Panzer scheiße ist. Oh, der Schaden gemacht. So, das ist er tot mit 40 Schaden, die er im Gefecht verursacht hat. Der T-34 wird übrigens von der Artillerie geschattet. Ich sehe, dass die Mitte gefallen ist. Unser bester Spieler ist schon tot. Das heißt, ich bin jetzt offiziell. Nein, doch, ich bin jetzt offiziell unser bester Spieler, der noch im Leben ist. Und ich gehe dazu über, die Mitte zu retten. Und ja, der 1500 geht ein bisschen auf den Piss hierbei. Wie es halt so ist für das Schlimmste. Natürlich gesagt, genau das, was sich alle gedacht haben: Hals, Maul. Also, stop, please. Jetzt freundlich ist er.
Das ist jetzt etwas, was ich eigentlich tun will. Ich will den Easy E2 rauskriegen. So, hab ich jetzt die Kette erwischt endlich? Ja, hab ich. Kette. Oh, du hast nicht wieder die Kette geschossen. Ich habe übrigens die Kanonen beschädigt, also ne, nicht wundern. Das ist so eigentlich mein Ziel, was ich raushaben will, weil der schießt mit HE. Der schießt irgendwie einen Blindschuss da rein und mein Blindschuss hat getroffen. So, Kanone kaputt. Komplett kaputt. Ja, wie ihr seht, ich habe bis den 17. Treffer erhalten. Eine Reparaturkiste habe ich schon weg für den Motor, das heißt, ich habe diese Kanone und ich kann sie nicht reparieren. So, das heißt es aber, nicht lang meckern, vorwärts fahren. Also ich bin zuerst natürlich in einer schönen Halterposition an sich und ich will diesen den Jumbo-Schleimer da vorne rauskriegen. Bevor ich eigentlich weiter vorwärts fahre, weil der mit seiner HE mir echt auf den Piss geht. Das ist eigentlich der Einzige, der ein bisschen Schaden gemacht hat, wirklich. Außer dem T34 am Anfang. Aber jetzt ist nicht die Zeit, der einen Pussy zu sein, aber nein, da komme ich nicht dran. Und jetzt treffe ich die scheiß Front von dem, aber jetzt steht er im Offenen und er ist gekettet von dem M4. And that's how she rolls. Jetzt kommt die IS. IS ist brave. Der M4 ist auch mutig. M4, Deckung suchen. Nein, M4, lass mich. Immer schön auf die Kapaula von dem IS. Immer schön drauf. Immer schön auf die Fresse damit. Das freut ihn. Guck, das kannst du mit Halt auch chillen. Ja, das war daneben, aber. Wie gesagt, auf die Kapola, nicht neben die Kapola. Der Tillery, also der K85 hat natürlich hier rausgenommen und jetzt kriegt er noch einen durch. Das heißt, hier steht noch der T26 E4 irgendwo rum. Oh, das heißt, er wird irgendwann in der Flanke stehen. Darauf habe ich natürlich weniger Lust. Weil flankiert werden im Jagdjäger. Das jubelt. Dreh. Ja. Man hat ja gesagt, Charge, aber. Ja. Kanone zerstört. Aber muss sagen, mein 88er hat die komplette HE-Ladung aufgefangen. Und da ist der E4. Da der E4 jetzt beschäftigt ist, nicht das weiß, dass er beschäftigt ist, will ich jetzt die Hummel jagen gehen. Da ist sie. Diesmal hat sie Schaden gemacht und nicht meine Kanone zerstört. Ihr seht, ne, es ist schon so ein. It's like Oatman. It's like watching Oatman having sex. Wie Jingles doch so gerne gesagt hat. Booyah. Jetzt krieche ich langsam auf diesen E4 zu. Mit meiner beschädigten Kanone. Um dem E4 die gute Nachricht zu verbringen, dass er flankiert wurde. Jetzt aim und erster Schuss drauf. Oh Bastard. Ja, dieser OI hat mir einfach mal den Kill denied. Und der K85 schnabbelt sich halt jetzt die Lorraine. Oder auch nicht. Da ist es pretty much, passiert nicht mehr wirklich viel. Die Tillery zerstört die Lorraine und wir sehen uns damit auf der Endkarte wieder. So, dann gucken wir es mal an. Panzerass, Speer, Hand Gottes, Schläger, Durland, Wirkungsfeuer und Bombensicher erhalten. Dazu natürlich noch das Großkaliber und die Stahlwand. Komm, Stahlwand. T34, 634 Schaden nicht Aufklärung drauf. Dann auf der IS habe ich 336 Schaden nicht Aufklärung, auf dem Kometen nur 92 und auf dem K85 nur 112. Das heißt, Speer habe ich hauptsächlich vom T34 geschenkt bekommen. Da 150 weggehauen, da 1170 weggehauen. Junge, Lärm muss gezielt sein. 405 Schaden da weggehauen, 450 Schaden.
Sprechen muss auch gelernt sein. Kette und Fahrer weggehauen vom Comet ES3. Da, bester Schuss. Kette. Und den Fahrer dabei, aber der Fahrer war tatsächlich scheißegal, weil ich habe den Teil einfach 1500 Schaden verursacht. Das heißt, ich habe ihn alleine rausgehauen. Lalalala. Das ist der Grund, warum der Panzer eigentlich ziemlich scheiße ist. Kauft ihn euch nicht. Tut's nicht. 7, was? 67 Schaden auf dem KV-85 noch verursacht. 3400 Schaden ganz oben. Er sieht, ne, mein Pumpels, ne, ihr ist so mit zwei, fast 2000 Schaden, ihr 6000 Schaden, auch zwei ordentliche Runden dabei gefahren. Gegner Team meistens Schaden die Lore. 23 Schuss, 20 Treffer, 16 Durchschläge, 3400 Schaden verursacht, 2475 Schaden abgewehrt durch Panzerung, 22 Treffer erhalten, 16 sind nicht durchgegangen, 6 sind durchgegangen, davon waren ein paar AE-Treffer dabei. Und zwei Fahrzeuge entdeckt, 1174 Schaden ermöglicht. Ohne Premium hätte ich 74.805 Credit plus gefahren und 2877 für den ersten Tagessieg bekommen. Erfahrung. Mit Premium war das Ganze dann 1300. 103.413. Mathe ist gerade nicht meins. Ich mag Mathe aber. Credits bekommen und 4320 Erfahrung. Dann sage ich: Ciao, auf Wiedersehen, Peace out. Einen schönen Tag noch, schönes Wochenende, mir egal, euer Beetoys.